Was wollte ich denn machen? Die Werkstatt wollte ich bauen, ne? Dann mache ich das jetzt mal, bevor ich das vergesse. Ah, ich habe kein Gold. Da war ja was. So, und jetzt machen wir noch da rein. Da ist ja alles sauber. Hier können die Worker jetzt schon einnehmen. Guck mal, die holen auch die Leichen schon ab. However, you can relocate their sleeping quarters by dropping them upon an unclaimed lair tile. Or if you're feeling a bit less helpful, jetzt gehen wir auch direkt noch ein Stück hoch. You've discovered an artifact. Wir könnten natürlich auch hier noch angreifen. You've discovered an artifact. Oh ja, warte mal. Perception Shrine claimed. Oh, gehen wir erstmal da rein. A force of Raskos's minions lies to the west. However, it looks heavily defended. If you feel confident with your army's strength, you should head to the east, for there are no reinforcements to be gained. You will encounter far less opposition. Da ist also Gold. Jetzt haben wir uns auch das hier. Da ist die Werkstatt. Ich brauche vielleicht doch noch ein paar Worker, oder? Ja, viel mehr will ich nicht machen, sonst ist so viel Mana weggeblockt. Das will ich auch nicht. Deswegen warten wir einfach mal ein bisschen. Ich laufe hier gerade einfach unheimlich schnell durch. Weil wir das ja alles schon ein bisschen kennen und nicht alles nochmal machen müssen. Unbedingt. Ja, die Kreaturen sind da. Dann können wir sie gleich mal weiter hier durchlenken. Mach mal hier auf. Ja, die sind besoffen, die können nicht kämpfen. Also hier in der Kneipe gesessen haben die ganze Zeit. Also merkt euch, wenn ihr am nächsten Tag kämpfen wollt, geht abends nicht in die Kneipe. Oder trinkt halt nur eine Cola oder ein stilles Wasser oder sowas. Ich brauche auch echt Gold. Wenn der nächste Zahltag kommt, bin ich sonst, habe ich sonst ein Problem. Oh, hier ist noch eine Tür. Machen wir die noch kaputt. Diese da. Ja, die können wir auch noch alle einreißen eigentlich. Die sind immer so stabil. So, und jetzt hier. Die beiden Türen und dann haben wir es. Warum wird hier unten nicht weiter eingenommen? Ah, da wird eingenommen. Okay, dann kriege ich Geld. Sehr schön. Genau so wollte ich das. So, macht doch, was ihr wollt. Macht doch, was ihr wollt. Gut. Gefoltert wird. Könnte hier mal wieder werden. Hier könnte mal wieder gefoltert werden. Wo haben wir denn unsere Succubus? Da. Foltern wir bitte den Baden. Ach, die haben erstmal Besseres zu tun. Okay, von mir aus. Guck mal, ich habe schon 35.000 Gold. Sehr schön. Da oben müsste ich nochmal rein. Aber ich muss jetzt mal gerade kurz meinen Kreaturen eine kleine Pause gönnen. So, dann sollte das dicht sein. Habe ich jetzt eigentlich die Werkstatt schon? Dann könnte ja auch was gebaut. Nee, tatsächlich habe ich immer noch keine Werkstatt. Dann baue ich hier eine hin. Und wir machen die noch ein bisschen größer, würde ich sagen. You've identified an artifact of alchemy. Was bringt das? Alle Tränke sind sofort fertig. Ich kann auf jeden Fall gleich neue Leute in die Folterkammer sperren. Das ist gut.
been corrupted in your torture chamber. Wieso? If your pockets feel a bit light, you should unlock blood money. I find that gold made of flesh gleams just a tad brighter than the rest. Nee. Payday has come again. Muss mir. Oh fuck. Schon wieder einen daneben gestellt. Und eine Ratte aufgesammelt. Ja, als ob der Bade nicht gegen so eine Level 3 Kreatur ankäme. I'd apologize for leaving no gold for you. Ja, ich finde das ganz schön scheiße von dir. Die Worker haben gerade relativ viel zu tun, habe ich das Gefühl. Da räumen wir mal auf. Hier würde ich gerne durchkommen. Was ist das denn? Goldstrudel. Hört sich gut an. Transmutation unlocked. So, und dann holen wir uns das hier bitte. Ich hätte gerne alle Verteidigungsdinger fertig. Das hätte ich gerne. Ha! Your defenses are being assembled. Wie gut. Wie gut, ey. Jetzt marschiert hier nämlich nicht nochmal einfach einer so durch. Guck mal. Da stand schon einer. Greifen die nämlich an. Die Strolche. So, dann nehmen wir die Türen hier noch weg, vielleicht. Oh, der Bade ist ja schon drin. Der ist gerade frisch geduscht. Der Bade ist frisch geduscht. Und hier ist die Werkstatt. Da möchte ich gerne noch hin. Und dann schauen wir weiter. Oh ey. Hier brauchst du aber echt viele Worker, damit das alles vernünftig schnell eingenommen werden kann. Und ich glaube, letztes Mal waren wir nicht ganz so weit. Guck mal, hier sind sie. Vielleicht waren das genau die, die uns da letztes Mal eingerissen haben. Ich weiß es nicht. Alle Tränke sind sofort fertig. Ich friere die mal kurz ein. Damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und die hier oben erkämpfen müssen. Weil ich dann gerade keine Kreaturen frei habe. Ich friere die zur Not auch gleich nochmal ein. Wenn es sein muss. Aber den Raum hier will ich noch haben. Okay, es muss sein. Und dann macht die Flagge weg. Und kommt nach Hause, Leute. Kommt nach Hause. Kann ich hier irgendwen schon nehmen? Nicht so viele auf jeden Fall. Ich habe keinen Bock jetzt wieder auf Struggle da unten. Warum habe ich die Rally hier noch nicht hingecastet? Das sollte man dann einfach auch sofort machen. Not enough mana. Insufficient. Aber jetzt habe ich hier genug Kreaturen, die ich hier hinsetzen kann. Ach, das war's schon, okay. Na ja, gut. Alles gut. Alles gut. Wird hier noch gefoltert? Gerade nicht, weil die alle unterwegs waren. Okay, verstehe, verstehe. Hier ist alles eingenommen, da oben ist noch eine Hühnchenfarm. Dafür reichen die aus. Um da gerade zwei Türen kaputt zu machen. Dafür muss ich jetzt nicht wieder eine komplette Armee hier abziehen, denke ich. So, und weiter. Die haben hier was kaputt gemacht. Die Schweine. Und ich glaube, ich brauche... Alter, guck dir das mal an. Ich brauche echt mehr Gold. Was ist denn hier los? Wo
Dann machst du halt fertig da. I'm sure the ichor spilled here will be swiftly gobbled up by your crackpots. Könnt ihr die Töne noch kaputt machen? Die haben ein Level-Up für eine Türbeseitigungsaktion bekommen. Auch interessant. Gehen wir hier rein. Ich brauche Gold. Ich kann jetzt nicht noch ewig warten. Aber generell hätte ich gerne einfach alles eingenommen hier. Ich möchte ja auch wissen, was hier so ist und was nicht. Und so. Auf jeden Fall relativ viele starke Kreaturen und das ist schön. Das ist richtig gut, ist das. Haben wir noch Geld für einen Underminer? Ich würde hier gerne mal eine Runde sprengen. Nein, ich habe dafür nicht genug Gold. Natürlich nicht. Habe ich hier den Angriff hingesetzt? Ja. Habe ich. Das kommen sie von beiden Seiten. Sehr schön. Defense built. Welcome to my island paradise, laddie. Ja, hi. Boah, der Alter, hast du gesehen, wie schnell der Bade war da gerade? Uiuiui. Ganz schön flinkes Kerlchen ist das. Okay, und das gleiche machen wir auf dieser Seite auch nochmal. Dann gehört uns alles da unten. Und die Gefängnisse sind voll. Tja. Sieht nach einem Sieg für mich aus, wenn ich jetzt nicht wieder irgendwie totalen Mist baue. Noch 4 zu retten. Ah, die sind wahrscheinlich hier, oder? Meine Armee ist auch echt beachtlich mittlerweile. Ich vermute, dass sie da keine große Chance haben. Und das sind genau die 4, die noch gefehlt haben, die hier drin sitzen. Da kann halt auch so eine mickrige Tür überhaupt nichts gegen machen. Ja, ja, erzähl ihm mal. Sind die Worker wohl schon da und nehmen ein? Ja, sind sie. Hier unten noch. Und dann haben wir es. So, macht was ihr wollt. Hier steht aber noch ein Gegner. Den können wir noch mitmachen. Vielen Dank. Nehmt ihr die Tür hier auch noch mit? Deine Kreaturen sind unable to express their disappointment. Good thing I'm here. Hahaha. Witzbold. So. Jo, guck mal. Das ging schnell. Und wir haben noch keine. Wir verlieren überhaupt keine Worker. Das ist mega gut. Und diese Rettungssachen sollten wir auch gleich erledigt haben. Was ist denn wohl hier? Das möchte ich wissen. So eine große freie Fläche ist nicht normal in dieser Karte. Hier ist da irgendwas Geheimes. Was sie von mir verstecken wollten. Genauso wie hier. Hier ist auch so viel Platz. Na. Wer weiß, wer weiß. Hier auch. Ist da irgendwo irgendwas? Irgendwie. Und wir könnten hier mal gerade aufdecken und schauen, ob hier unten noch was sitzt. Oh. Oh, oh, oh. Guck mal. Na, guck mal, was da ist. Wie kommen wir da hin? Indem wir hier sprengen. Wir müssen sprengen. Wir brauchen Geld. Wie kriegen wir Geld? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wo ist denn da? Und wo sind die Zauberer? Da. Könnt ihr mal ein bisschen lesen? Oh, I never get hungry in here.
Das ist doch voll gut, aber warum lauft ihr weg? You've discovered an artifact of incantation. Oh Mann, wir sollen arbeiten. Was für ein Artefakt war das? Das Ritual wird unverzüglich abgeschlossen. Aha. It's time to pay your minions, Underlord. Oh fuck, ich brauch Geld. A minion has been converted in your torture chamber. A fire breather has been corrupted in your torture chamber. You've identified an artifact of construction. Blutgeld, wo ist Blutgeld? Da. Blood money unlocked. Genau, jetzt können wir nämlich die Gefangenen in Goldstatuen not verwandeln. Ups. Das kostet allerdings 400 Mana. Finish quickly, Underlord. I need further assistance elsewhere. Ich brauche Kohle. Und zwar viel. Guck, hier sind so lustige Goldstatuen jetzt. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. You have insufficient mana to cast that spell. Wir können natürlich auch einfach sagen, wir verkaufen hier mal ein bisschen was. Das brauche ich ja hier oben nicht. Oh, da hat sich schon wieder was gebaut. Okay. Dann wollen wir denen das Bett da auch nicht wegnehmen. Your minions have entered battle. Den könnten wir aber noch foltern. Das ist eine Stufe 10. Da ist einer frei. So. Wühlmine. Brauchen wir hier? Und wir brauchen eine hier. Könnte man sonst noch irgendwo was verkaufen? Das Gefängnis ist voll, das kann ich jetzt nicht verkaufen. Hier ist eine riesige Werkstatt, wo die sich einen Ast freuen, dass da eine ist. Hm. Ich weiß ja auch nicht. Oh. Hier ist Attacke. Dann hole ich mir doch mal gerade ein paar Kreaturen. Siehst du, so einfach kann man das nämlich verteidigen, wenn man denn mitkriegt, dass man angegriffen wird. Wenn das natürlich nicht merkt, das ist doof. So, die ist fertig, die können wir zünden. Und was ist mit der hier? Die ist auch fertig. Ich hoffe mal, dass jetzt hier möglichst viel zusammenbricht. Ich glaube, da ist ziemlich viel zusammengebrochen. Hier ist auch relativ viel kaputt gegangen, aber wahrscheinlich nicht genug. Hier werde ich noch eine brauchen, nehme ich mal an. Dass das nicht gereicht hat, aber wir werden das sehen. Jetzt müssten da nur mal Worker hin. Aber der ist ja auch schon unterwegs. Und wir können in der Zeit ein paar... Not enough mana. Ich kann immer nur zweimal. Ich hab so viel... Was habe ich denn gemacht eigentlich? A bard has been corrupted in your torture chamber. You've identified an artifact of experience. Level up für alle. Geil. Your units have been blessed with experience. Alle plus eins. Hier geht man erstmal nochmal nach Hause. A warden has been corrupted in your torture chamber. Ich würde aber echt sagen, dass wir die restlichen erstmal in Geld verwandeln, bevor insufficient mana. Der nächste Payday nicht auch noch irgendwie dann rausfällt. Muss ich hier... Ich kann keine Brücke bauen. Na, aber hier sind sie durch. Das ist gut. Und was ist hiermit? Macht ihr da noch weiter? Haben wir nochmal einen Worker? Vielleicht? Sehr schön. Kann die noch einen haben? Noch einen vielleicht?
keine Lust, so lange zu warten. Alter, wir haben schon 8 Punkte. Jetzt können wir hier einfach mal alles unlocken. Was ist das? Verwandelt deinen gesamten Mana-Vorrat in Gold. Oh, und das können wir jetzt hier sofort freischalten, wenn ich das auswähle. Was ist das? Yay. Und das hier unten haben sie immer noch nicht. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Aber das ist geheim. Das ist eigentlich nicht so gedacht, dass wir das kriegen, glaube ich. Aber ich habe es trotzdem. Das macht mich ziemlich geheimnisvoll. Tja, und dann haben wir hier schon... Machen wir gleich Vollgas. Ich will mir erst noch das Ding hier holen. Ah, okay. Jetzt kann ich leichter Festungsmauern zerstören. Das ist natürlich praktisch. Na dann. Zerstören wir doch mal das Portal im Norden. Und verwandeln vielleicht noch so ein paar Idioten in Gold. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Mana. Und das kostet alles ein bisschen weniger, oder? 300? Anstatt 400? Your minions have engaged the enemy. Ja, das war der Plan, Leute. Hier sitzt noch einer von mir, der Kesselknacker. Und wenn die jetzt nicht alle einzeln angreifen, ist ja alles gut. Aber das befürchte ich. Dass genau das passiert. Ach, jetzt ist er umgefallen. Die sind nämlich auch nicht ohne. Habe ich noch genug Worker? 12. Machen wir wieder auf 15. So. Ja, ist ein bisschen doof, wenn die alle aus unterschiedlichen Richtungen kommen jetzt. Vielleicht aber auch nicht, weil wir dann einfach die Gegner auch ein bisschen aufsplitten. Wir werden sehen. Ich glaube aber nicht, dass wir zu wenig haben, um das zu schaffen. Die brauchen halt auch alle lange, um hier oben hinzukommen. Und hier ist jetzt einfach eine große Horde, die einfach durchmarschiert. Und einfach alles einreißt, was denen sich so in den Weg stellt, was sich denen so in den Weg stellt. So rum sieht ein Schuh aus. Der hat mich räudiger Hund genannt. Ja, ob das nicht ein Fehler war und das Ding hier gleich auseinanderfällt. Hups. Haben wir da etwa schon gewonnen? Hm? Kann das sein? Ich glaube schon. Wir kämpfen noch einmal noch weiter. Sehr schön, wir haben es gewonnen. Wuhu. Ja, das war's. Wir haben 129.000 Gold abgebaut. Es ist sehr schön. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben. Vielleicht lasst ihr mir auch ein Abo da. Ich würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Let's Play War for the Overworld. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.